Haben gerade der Ranger ganz streng. Danke, Merkel! Aber sieht trotzdem geil aus. Check it out! Wäre es günstiger gewesen, Mensch. Gibt es hier in Tschechien Bären? Ja. Ja, good morning in the morning zu einer weiteren Tour in der Sächsischen Schweiz. Dritter Tag, zweite Tour. Gestern war das Wetter leider etwas bescheiden. Sind wir nicht gefahren. André ist mal kurz wohin, weil er hat mir so eine Kappe vor seinem Vorbau da verloren, wo diese Königstalbahn verlief. Die hat er dann nochmal geholt. Und ja, heute geht's in die Tschechei. Tschechien, Tschechei darf man immer sagen. Tschechische Republik. Česká republika auf den Schneeberg. Hoffentlich ohne Schnee. Wie hoch ist der? 710, glaube ich. Ah ja, Start aber bei 40 oder was war das? 40. Ah, 140. Okay. Was war das? Rollstuhl-Tandem. Also. Segment angelegt. Überfahrt 10 Sekunden und schon sind wir da. Geil, oder? Geil. Rasch komplett aus! Danke, Merkel! So 150 Meter, schauen wir uns an. Ja, wir nähern uns der tschechischen Grenze über irgendeinen Ho Chi Minh-Pfad hier. Die Straße war da zunehmend schlechter. Das hat immer so 1-2%. Zieht sich wie so ein Kaugummi jetzt Richtung Schneeberg. Mal gucken, ob das dann noch ein bisschen steiler wird und ja, sich dann auch wie ein Berg anfühlt. Weil das hier ist mehr so ein Rollercoaster. Und zu regnen hat es jetzt auch ein bisschen angefangen, aber nur so leicht. Gemeldet war zwar nichts, aber so bloß ein paar Tropfen geht. Schauen wir mal, wo die tschechische Grenze ist und wie sich dann der restliche Aufstieg zum Schneeberg entwickelt. André schimpft gerade, Komoot sagt, es wäre Asphalt. Ja, das kann man schon als Asphalt auslegen. Vielleicht ist der da drunter. Seit lange nicht gepflegt worden. Ich liebe Komoot.
Česká Republika! Und schon werden die Straßen besser. Das kann man schon als Asphalt sehen. Ist halt grobkörniger Asphalt. Hast du deine Papiere dabei? Ausweis, Zeugnisse? Ich hab nichts dabei. Gibt's hier in Tschechien Bären? Ja. Auch hier gleich an der Grenze? Hier im Wald? Das weiß ich nicht. Bleibt wo ihr seid! Wir tun euch nichts! Ich wollte in Italien mehr Angst haben als hier. Und dann, wenn hier der Yeti nur rumspringt. Hier ist so eine alte Villa. Ja. Jawohl. Sesnik. Pension, schau, da hätten wir auch übernachten können. Da wäre es günstiger gewesen, Mensch. Jawohl. Hier mit Terrasse. Alles frei auf der Terrasse. Hotel, Restaurant, Schweizerhof. Schau an. Ja, ich übe noch und dann sage ich dir das dann später. Ich habe die Lektion 1 Tschechisch noch nicht ganz durch. In 2 Kilometer habe ich es dann. Jetzt geht's nuff. Oh, da fällst du ja richtig rein. Oh, jetzt geht's auf den Schneeberg. Letzten. Was haben wir denn da überhaupt jetzt noch? 6,50 sind wir jetzt. Sieht man das? Und auf ja, vielleicht 100 Höhenmeter noch, ne? Das ist er. Mehr ist es nicht. This is the Snowberg. Snow Mountain, Snow Hill. Geht nicht. Schreib's ihm gleich in die Kommentare. Flachpassage, uiuiui, mit ein paar Hubbeln. Da sind wir jetzt auf 657. Oh, das ist ein Radler. Da vorne kommt was Felsiges. Gipfel Levice erreicht. Sieht zumindest so nach danach aus, oder? Oder geht es noch weiter? 709 erst. Ist man da noch weiter? So früh gefreut. Weiter geht's. Es rüttelt hier. Schüttelt mich und rüttelt mich. Was ist denn hier? Vorne ist noch ein Aussichtsturm, ganz am Ende der Wegstrecke, der schlechten Wegstrecke. Ich will gleich mal die Straße hier und den Weg detailliert mit der Kamera filmen. Äußerst ruhig. Ah, hier ist dann das Ende. Mal gespannt, ob wir einen schönen Ausblick haben. Eieiei, mein lieber Schwank. Schau, wie die GoPro das wegsteckt. Thank you.
Ruhe. Ja, ist echt schade, dass wir heute nicht so einen schönen Tag haben wie vorgestern. Aber es sieht trotzdem geil aus. Check it out. Danke. Danke immer. Die Tür. Ja, ich öffne die Tür. Sesam, öffne dich. Oh. Hallo. Hier riecht's nach Bier. Das stimmt. Na, auf mit die Steckelschuhe. Ich habe mein Wahoo bis hier hochgehört. Was macht denn der da unten? Der fährt ohne mich weiter. Warte, warte auf mich, Anthony. Oh, das ist sehr eng. Äußerst eng, mein lieber Schwan. Hallo. Deswegen riecht es nach Bier, da. Ah, so. Sieh mal, er war das. Er hat diesen Geruch verbreitet. Da sind wir hochgekommen, oder? Nee. Ach, wo? Irgendwelche Felsen waren noch, das, die noch passiert haben. Müssen wir ach, hey, da. Da haben wir so eine Schleife. Das sind überall Felsen. Überall Felsen. Ja, Wahnsinn. Hallo. Nicht so schlecht. Das sieht auch hoch aus. Ja, kann ich dir nicht sagen. Das hier ist jetzt der höchste Berg im ganzen Erzgebirge, oder wie? Das weiß ich nicht. Übrigens habe ich hier dieses Fitlock-System jetzt montiert. Das ist so ein magnetischer Halter. Da kann man die Kamera dann abnehmen. Zack. Und zum Magneten. Nee. Und dann wieder drauf. Und dann hält es wieder. Not sponsored, just mentioning. Und ich krieg 5 Euro wieder. Andere ist spendabel. Jetzt war es Pfand für den Turmschlüssel. Und Eintritt war 1,50 pro Nase. Mhm. Kann man mal machen. Aber das hat Bier jetzt ausgetrunken. Hier ist noch ein geiler Viewpoint auf dem Weg nach unten. Den nehmen wir natürlich auch noch mit. André, fall nicht. Ah.
Juhu. Was hat er jetzt vor? André, mach keinen Unsinn. Der Ranger, ganz streng ist er zu den Leuten gelaufen und hat irgendwie auf den Hund gedeutet. Wir dachten schon, der Hund darf hier nicht rein, aber der war wohl irgendwie auf dem Tisch oder irgendwie mit seinen Pfoten irgendwo, wo er nicht ins, keine Ahnung. So, jetzt geht's wieder runter vom Schneeberg. Vorsicht in der Abfahrt. Fasten your seatbelts. Und das habe ich gefilmt. Ja. Was machst du denn? Ich muss einfach nur mal rauskommen. Da ist irgendwie Dreck im Schnitt gewesen und dann will ich nur mal rauskommen. Du bist jetzt wie in Zeitlupe umgefallen. Aber echt wie so ein Baum, so ein Gefälder. Das filmt noch. Jetzt kommt auch noch der Ranger. Und der sieht es auch noch. Ganz Tschechien sieht es jetzt. Er war so erschrocken von ihnen. Er hat es gleich wieder Angst zu tun bekommen. Nee, ich habe da Dreck im Schuh gehabt und ich wollte eigentlich anhalten und den rauskriegen, aber dann hat es so geklemmt. Ah, oh, du Vieh, du Blödes! Hau ab! Oh, die hat sich jetzt hier an mein Bein festgebissen. Ja. Der Bremse. Ja, die sind ganz hartnäckig. Ja, alles gut, danke. Alles gut, danke. Ja, das steht dann morgen in den tschechischen Nachrichten. Und das mit der Bremse auch gleich. Deutscher Tourist tötete Bremse. Oh, voll die fetten Viecher, lass uns hier abhauen. Ja, die sind hier auch weg. Aggressiv hier, die tschechischen Bremsen. André muss tanken. Ja, Oma, wer bist du denn? Wer bist du denn? Tankwärterin. Turn away and come back some sunny day when you've got something more to give and you got something true to say, 'cause if you're honest and you say that you did, I will leave it all behind. But I won't sell my soul to bear my soul. It's not the way it works in my mind. Ja, hier ist eine stark befahrene Bundesstraße.
unsere Route geht hier lang, aber wir wollen da nicht lang fahren. Auf der anderen Seite ist der Fluss, was bestimmt schön ist, aber die Straße ist nicht schön. Jetzt schauen wir mal, wie weit wir hier kommen. So eine Anrainerstraße. Und ja, vielleicht geht die ja parallel und wir sind ein bisschen weg vom Verkehr. Ein Streifen hier. Thailand-Style hier, da kannst du auf dem Streifen fahren. Bike and Loi! Let's go! The devil makes plans for idle hands and now my hand yields a gun. I walk in the streets of London crying over what I've let myself become, because there's no one left to love. And there is no one left to hold. Your body's been tied and you're dead inside, and your soul's been sold. And turn away and come back some sunny day when you got something more to give and you got something true to say. 'Cause if you're honest and you say, Jetzt sind wir wieder auf der Hauptstraße, auf dieser vielbefahrenen. Da sieht man es ja wieder an den LKWs. Wir haben jetzt einen kleinen Umweg gefahren über Berg und Tal, über irgendeinen 15%, bloß um hier ein bisschen von dieser Hauptstraße zu sparen, weil die ist echt nicht schön zum Fahren, aber den Rest müssen wir jetzt leider machen. Hilft nicht! Ich bin auch hochgesprintet, dann kam er vorbei, ist kaum vorbeigekommen. Ja. Dann war er endlich vorbei und dann hat er dich noch versucht einzuholen und musste noch vorbei. Das sah so spektakulär aus von hinten. Ja. Wieder ausgeschert ist und wieder eingeschert und du kleiner Radfahrer da irgendwie zwischen den LKWs. Ja. Oh. Jetzt die Straße, die wir gerade fuhren. Ach, das war ein Komoot-Highlight. Vielen Dank, Komoot, für dieses Highlight. Bedanken wir uns recht herzlich. Ja, das war ein Überlebens-Highlight. Survival. Rauf und runter, kaum ist man unten, geht's wieder hoch. Wie bei Hänsel und Gretel hier. Hänsel und Gretel sind hier. Also.
Traum und sind wir denn hier gelandet? Ich finde es genial, ey. Voll gemütlich. Ja, voll. Aber ein bisschen was vom Schwarzwald. Nochmal, ich glaube, das war ein Wald dran. Ah, okay. Ja, sieht ein bisschen danach aus, ja. Alles aus hier. Alles tot. Das ist kein schöner Abschluss für die Tour. Alles Staub und Asche. André entdeckt immer die kuriosesten Sachen. Irgendein Turm hier zwischen den Bäumen entdeckt. Irgendwo hier am Hang, am Felsen, wo man hoch kann und gucken kann. Ich sehe sowas immer gar nicht. Ende Schluss. Das Video ist zu Ende. Das war unsere schöne Tour. Dirks, böhmische. Durch die böhmische Schweiz. Schweiz. Den böhmischen Elbsandstein. Hänsel und Gretel haben wir gesehen. Rapunzel haben wir diesmal nicht gesehen. Das war auf jeden Fall sehr geil. Also, ich hätte es so nicht erwartet. Da kamen ja Täler. Ich weiß gar nicht, wo der andere die hergezaubert hat. Ich dachte, so nach dem ersten Drittel ist alles vorbei und dann fahren wir noch ein paar so Hügel, aber dann kam ja ein geiles Teil nach dem anderen. War sehr, sehr schön. Also, kann man empfehlen. Bis auf die Straße, die war ein bisschen eklig, aber gut, das weiß man nicht. Aber dann haben wir ja einen Umweg gefahren. In Tetschen die Straße, die war echt scheiße.
Dann habe ich dann zum Jochen mitten im Anstieg gesagt, ey, ich muss gucken, dass wir hier von der Straße wegkommen. Mhm. Und dann sind wir einen Umweg gefahren, dann sind wir irgend so einen sacksteilen Anstieg gefahren, der war aber schön. Ja, aber war anspruchsvoll, aber schön. 15%. Ja. Schöne 15%. Stetig 15%. Hat es gut umfahren. Thai-Style war das. Ja. Ja, dann sind wir nochmal auf die Hauptstraße gekommen. Hatten ein paar Rennen mit den LKWs. Und dann ging es links weg und dann hatten wir unsere Ruhe wieder. Und dann wird's richtig geil. Dann sind wir hier ins Märchental gekommen. War wunderschön. Auf jeden Fall, wenn ihr auch so schön fandet, wie immer, Daumen, liken, abonnieren, Glocke, kommentieren und beim nächsten Mal wieder einschalten. Wir haben uns unseren Snicker rein und dann geht's hoch in unsere Hütte, in unsere Märchenhütte und da gucken wir dann noch. Und dann geht's wieder nach Hause, leider Gottes. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.